180 Grad, sieh's doch mal so. So lautet der Titel unseres Programms und ich begrüße Sie ganz herzlich dazu. Wenn ich mich um 180 Grad drehe, dann sehe ich die Dinge ganz anders als zuvor. Ich sehe sie von oben, wenn ich bisher von unten geschaut habe. Oder ich sehe sie von vorne, wenn ich bisher von hinten darauf geschaut habe. Und genau dazu möchten wir Sie heute Abend mit Bildern, Gesprächen, Musik und Impulsen einladen. Denn manchmal lohnt sich ein Perspektivwechsel. Das Thema, um das sich heute alles drehen wird, lautet: Ich bin dann mal hier. Was wäre, wenn wir endlich zu Hause ankommen würden? Und da stellen sich doch verschiedene Fragen, zum Beispiel: Was ist eigentlich Heimat? Und wovon ist sie abhängig? Und geht es hierbei vielleicht um viel mehr als um einen Ort? Wie kann ich ein Zuhause für mein Herz finden? Und welche Rolle spielen Gott und der Himmel dabei? Und kann ich auf all diese Fragen überhaupt eine Antwort finden? Wenn wir an Zuhause, an Heimat denken, dann glaube ich, dass wir alle ganz unterschiedliche Bilder im Kopf und Gefühle im Herzen haben. Und wir haben mal versucht, einiges davon in Bildern für Sie zusammenzustellen. Zwischen Ländern und Kulturen zu leben, hier und da zu Hause zu sein und trotzdem eine feste Heimat zu haben. Davon kann mein heutiger Interviewgast berichten und ich freue mich auf das Gespräch mit Dilek Drusoy. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Danke. Dilek, du bist in Deutschland geboren. Bist aber türkische Staatsbürgerin, bist auch in der Türkei groß geworden, dann zum Studieren wieder nach Deutschland gekommen, hast also einiges an Hin und Her erlebt. Wenn man so auf so eine Geschichte zurückschaut, was bedeutet dann für dich Heimat? Ist das ein Ort, ein Zustand? Sind das bestimmte Menschen? Ist es ein Gefühl? Was ist es für dich? Es ist definitiv eine Realität, ein etwas, wo ich mich gut fühle, mich gut weiß, wo ich mich absolut fallen lassen kann. Ja. Du hast gesagt, das hat sich über die Jahre bei dir verändert, Heimat. Inwiefern? Ich meine, mit 20 denkt man natürlich nicht so wie jetzt mit 45. Mit 20 war für mich Heimat das gute Gefühl, Tanzen, Freiheit, Reisen. Ne, alles so, die ganze Paket, so, was man mit 20 so denkt und empfindet. Ein Freund, Liebe, mit 30, oh, das erste Kind ist schon da. Man ist glücklich, wenn man dann nur zu dritt sitzt auf dem Couch und von niemandem gestört werden möchte. Der Film ist nicht mehr so interessant. Und mit 45 denkt man sich, okay, ich finde es gut, dass es meinen Kindern gut geht. Mittlerweile sind sie drei. Drei Kinder. Und Sicherheiten, wo man sich immer wieder zurücklehnen kann, wo man Tipps bekommt, wo man sich einfach wieder fallen lassen kann. Mhm. In einer Art und Weise mit einem gewissen Anspruch. Das heißt, es hat sich ein bisschen bei dir verändert. Vielleicht war es anfangs mehr ein Ort, wo man ist. Heute ist es mehr ein Zustand, in dem man sich befindet. Wie ist das, oder was würdest du sagen, kann man Heimat finden und zu Hause sein, wenn die äußeren Umstände vielleicht eigentlich eher chaotisch und entwurzelt wirken? Mittlerweile lebe ich so, beziehungsweise bin ich davon überzeugt, dass Heimat nicht ortabhängig ist, ob es jetzt in der Türkei ist oder in Deutschland ist oder wo auch immer. Heimat ist eine Sicherheit, Heimat ist die Wahrheit, die Realität, mit der ich täglich umgeben bin.
Ja? Wo ich hingehe, nehme ich sie mit und fühle ich mich wohl. Egal wie die Umstände sind. Die Umstände können sich immer ändern. Heimat muss immer konstant und sicher bleiben. Mhm. Du bist Christ, das heißt, du sagst, dein Herz hat ein Zuhause gefunden bei Jesus. Jetzt bist du im muslimischen Kontext aufgewachsen. Wie kam es dazu, dass du Christ geworden bist? Von meinem dritten Lebensalter bis zum 16. Lebensalter war ich in der Türkei, genau da, wo die Zeit ist, wie man gesellschaftlich geprägt wird. Und nach außen hin lebt man etwas anders in der Gesellschaft, gerade in der Türkei, wo ich war, als zu Hause. Nach außen musste alles perfekt aussehen, gute Familie, guter Stand, Sozialstatus. Aber wie es dann innen drin aussah, das war immer unterschiedlich. Ja? Und also wir haben gebetet, Allah, Gott hilft, wir gehen mit Gott. Gott war immer Mittelpunkt, Allah war immer Mittelpunkt. Aber unsere Entscheidungen, unser Leben hängt nicht immer davon ab. Allah war da, Allah hat Erbarmen, er ist allmächtig, aber mein Leben entscheide ich. Ich führe sie, Allah hilft mir. Und immer bei Entscheidungen, bei Tagesabläufen, so ein Bauchtanz bisschen, ne, so ein bisschen Finanzamt, ein bisschen Versicherung, so die Nachbarin schön anlächeln, zum Essen einladen, zu Tisch bitten, wenn sie weg ist, Gott sei Dank. Das war für mich schizophren. Ich habe gedacht, oh Gott, ich bin ein Teil dieser Gesellschaft und ich bin auch krank. Das ist nicht die Wahrheit. Meine Familie ist nicht die Wahrheit, die spielen nicht die Wahrheit. Ich kenne sie, wie sie sind, kenne ich sie wirklich? Und diese Gedanken haben mich ständig verfolgt. Ja? Da habe ich gedacht, ich will nicht ein Teil werden. Dann fing ich an, rebellisch zu werden. Und ich war dann gegen alles, habe angefangen zu suchen, Antworten zu finden. Wenn die mir etwas gesagt haben, habe ich absolut immer Nein gesagt. Ich war sehr widerspenstig. Und die Suche war sehr lang, die Suche war sehr unterschiedlich. Man kriegt heute viel angeboten und dann irgendwann mal kam ich dann auf die Bibel. Mhm. Ja. Wie hat die Bibel dein Leben verändert? Ich lese sehr gern. Das war auch eine Trotzreaktion, weil in meinem Heimat wird nicht gern gelesen. Also die Generation fängt jetzt an zu lesen, aber die Generation, mit der ich aufgewachsen bin. Und ich habe gedacht, die Sache muss ich auf die Grundlagen prüfen. Wenn ich behaupte irgendetwas, dann muss ich die Grundlage darlegen. Für Islam ist ganz klar, Koran ist die Grundlage. Und für Christentum, die man mir dann erzählt hat, ach komm nochmal zum Gottesdienst und so, ne, habe ich gesagt, okay, ich fange erstmal mit der Grundlage an. Die Grundlage für Christentum ist nun mal die Bibel. Habe angefangen, das Neue Testament zu lesen, auf Empfehlung auch, weil ich wollte jetzt nicht rechts und links hören. Jeder hat eine Meinung, jeder liest, jeder interpretiert anders. Ich wollte nicht mehr manipuliert werden. Ich wollte von der schizophrenen Gesellschaft raus. Und ja, dann war ich überrascht, dass ich da mit einem Personen Bekanntschaft geschlossen habe. Jesus Christus, wie er gelebt hat auf dieser Erde, hat mich fasziniert. So fing es an. Und so hast du bis heute ein Zuhause bei ihm gefunden. Gott sei Dank, ja. Vielen herzlichen Dank, dass du uns ein paar Einblicke gegeben hast in deine Heimat des Herzens. Das Thema Heimat, Ankommen, Zuhause sein, das lässt eine tiefe Sehnsucht in uns anklingen. Wir wünschen uns, sein zu dürfen, angenommen zu sein und bleiben zu können. Und nach einem Lied von Melin und ihrer Band wird Doris Schulte uns mit uns in die Bibel schauen und die Frage nach dem Ankommen und dem Zuhausesein schauen, was die Bibel dazu zu sagen hat. Geschenk von dir, jeder Atemzug.
Ich darf singen, dir mein Lob bringen, jeden neuen Tag danke ich dir. Ich darf lieben, dir mein Herz geben, jeden neuen Tag bist du es wert. Jeder Atemzug von mir ist ein Geschenk von dir. Dankeschön, du hast mich gewollt und hast mich gemacht, ich bin dein. Halleluja, Dankeschön, du gibst mir Wert, du nennst mich dein Kind, ich bin dein. Halleluja, Dankeschön, du hast mich gewollt und hast mich gemacht, ich bin dein. Halleluja, Dankeschön, du gibst mir Wert. Kind, ich bin Einen schönen guten Abend auch meinerseits. Heute Abend wollen wir mal dieses Thema Heimat von einem ganz anderen Blickwinkel sehen. Ich bin jemand, der gerne schöne Geschichten liest, Biografien. Ich gucke auch mal gerne einen schönen Film. Was ich nicht mag, sind so fortlaufende Geschichten, die so manchmal von der Zeitung angeboten werden oder so Dreiteiler-Filme im Fernsehen. Und ich sage Ihnen warum. Gerade an dem Punkt, wo diese schöne Geschichte oder dieser tolle Film so richtig spannend wird, kommen plötzlich diese Worte, Fortsetzung folgt. Kennen Sie das? Da hängen Sie in der Luft und können erst in vielleicht einer Woche sehen, wie das Ganze weitergeht. Schrecklich. Vielleicht haben Sie diese Worte, Fortsetzung folgt, auch schon mal auf einen Grabstein gelesen. So etwas gibt es. Es gibt Menschen, die auf ihren Grabstein diese Worte Fortsetzung folgt schreiben lassen. Und wissen Sie was? Die haben recht. So etwas gibt es. Es gibt eine Fortsetzung. Unser Leben auf dieser Erde ist nur das erste Kapitel. Die anderen kommen noch, ganz sicher. Und egal wie lang oder kurz unser Kapitel auf dieser Erde ist, unser Leben auf dieser Erde ist, es ist nicht das Ende. Es geht weiter, ohne Unterbrechung und ohne ein Warten auf eine Schlussfolge. Die Fortsetzung folgt. Genau das steht in der Bibel. In der Bibel steht im Neuen Testament, im Hebräerbrief 13, Vers 14, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Also hier steht in der Bibel, hier auf Erden haben wir keine bleibende Stadt. Das bedeutet Heimat. Das heißt, hier auf dieser Erde wird alles irgendwann mal ein Ende haben. Das Gute, das Schlechte. Hier auf dieser Erde werden alle Menschen mal ein Ende haben, die Guten und die Bösen. Niemand bleibt. Die Sterbensrate ist immer noch 100%. Egal, wie gemütlich wir uns eingerichtet haben, egal, wie wohl wir uns auf dieser Erde fühlen. Vielleicht sind Sie jetzt enttäuscht. Vielleicht wollten Sie das gar nicht hören. Besonders, wenn Sie an Ihre Sehnsucht nach Heimat denken. Diese Sehnsucht an dem Ort, wo Sie gerne sind, wie wir gehört haben, wo Sie gerne zurückdenken oder immer gerne wieder verweilen. Ich bin selber in Kanada, in Vancouver, Kanada, geboren und aufgewachsen und erst mit 29 Jahren nach Deutschland gezogen. Und was Heimat für mich ist, das habe ich erst nach vielen Jahren, als ich hier gelebt habe, gespürt. Wenn man so behütet aufgewachsen ist wie ich,
und niemals außerhalb Vancouver gelebt hat, dann weiß man nicht wirklich, was Heimat ist. Aber erst nachdem ich hier so länger gelebt hatte und dann mal zurückgeflogen bin zu den Eltern, zu meiner Heimat, dann habe ich gespürt, was ist Heimat. Das war die Heimat von damals, die Heimat in meinem Herzen. Es war für mich eine Zeitepoche. Und wenn ich mir ein persönliches Heimatmuseum einrichten würde, würden da Bilder von meiner Familie, von der Stadt Vancouver, von den Rocky Mountains, von den Indian Summer jetzt und sonst schöne Dinge sein. Das würde für mich mein Heimatmuseum ausmachen. Und bei Ihnen? Was würde zu Ihrem Heimatmuseum gehören? Welche Musik, welches Essen? Vielleicht denken Sie jetzt gerade, ich habe mich noch nie irgendwann so richtig wohlgefühlt. Ich bin noch nie irgendwo so richtig angekommen, kann ich nicht sagen. Oder vielleicht sind Sie ein Flüchtling, der seine Heimat verloren hat. Oder vielleicht sind Sie jemand, der sagt, meine Vergangenheit, schrecklich. Ich will überhaupt nicht an einem Heimatmuseum denken. Das wäre für mich ein ganz unglücklicher Ort. Trotzdem ist es ein ganz wichtiger Ort, denn dieser Ort zeigt uns, woher wir kommen und wer wir sind. Oder vielleicht sollte ich eher sagen, wer wir waren. Denn in einem Heimatmuseum geht es ja um den Blick zurück. Da sieht man, wie alles einst war und nicht mehr ist. Da sieht man, alle haben sich verändert, auch wir. Da sieht man, nichts bleibt, wie es ist. Alles ist vergänglich. Und deswegen sagt die Bibel, wir haben hier keine bleibende Stadt, keine bleibende Heimat, egal ob sie gut war oder schlecht war. Aber dieser Satz, der geht weiter. Die Fortsetzung folgt. Es heißt, wir haben hier keine bleibende Stadt, aber die zukünftige suchen wir. Also jetzt geht es um eine Suche. Die Suche nach einem Ort, wo wir wirklich hingehören. Und der Schreiber dieses Textes, der guckt nicht nur zurück, der guckt auch nach vorne. Er hält Ausschau auf eine zukünftige Stadt. Und das andere ist, er sagt nicht, ich habe hier keine bleibende Stadt, ich suche die zukünftige. Er sagt, wir. Was meint der Schreiber mit wir? Er meint Christen. Er meint Jesus-Leute. Oder wie man so heute vielleicht manchmal nennt, die Bibelleute, Menschen, die an Gott glauben. Und er schreibt und sagt, so denken Christen. Die geben sich nicht zufrieden mit einem Leben auf dieser Erde. Sie setzen nicht alle Karten auf das Leben hier. Sie erwarten nicht alles von diesem Leben hier. Sie haben nicht ihre Heimat hinter sich, sie haben sie vor sich noch. Und er schreibt, die freuen sich auf diese Fortsetzung. Christen freuen sich auf eine zukünftige Stadt, eine zukünftige Heimat. Sie freuen sich auf den Himmel, ein Leben für immer mit Gott. Das tragen sie in ihrem Herzen. Sie freuen sich. Warum? Weil Jesus, der menschgewordene Gott, der vom Himmel auf die Erde gekommen ist, Jesus hat etwas versprochen. Er hat versprochen, so heißt es in Johannes 14, Vers 2, es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters, Gott, und ich gehe voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Also Jesus hat versprochen, dass jeder Mensch, der an ihn glaubt, einen Platz im Himmel haben wird und dass alles bestens da vorbereitet sein wird. Die Bibel sagt, dass Christen werden von Jesus empfangen und Christen werden Jesus auch erkennen. Sie werden endlich ankommen, wo alles begonnen hat, wo alles gut sein wird. Paradiesisch, eine perfekte Heimat für immer und ewig als Belohnung. Keine Tränen, nur noch Freudentränen. Das ist es, sagt die Bibel, das ist das Ziel, was Christen in ihrem Herzen tragen. Das ist, was ihnen so vertraut ist. Mit dem fühlen sie sich schon hier auf Erden so verbunden. Vielleicht sagen sie jetzt, wie kann man mit einer Heimat vertraut sein,
die man noch nie gesehen hat, die man noch nie besucht hat. Das geht. Das weiß ich. Genauso wie viele Kinder von Einwandererfamilien. Meine Eltern sind nach dem Zweiten Weltkrieg von Deutschland nach Kanada ausgewandert. Und ich bin dort mitten von ganz vielen deutschen Einwanderern aufgewachsen. Sie haben Deutsch gesprochen, sie haben Deutsch gesungen, Deutsch gelesen, Deutsch gebacken, die Schwarzwälder Kirschtorte und. Also ich fühlte mich ganz stark verwurzelt in diese alte Heimat Deutschland, obwohl ich noch nie in Deutschland gelebt hatte. Ich hatte nur davon geträumt, mal ein altes Fachwerkhaus von innen zu sehen oder ein hübsches Schloss mal wirklich zu betreten. Und so sagt die Bibel, ist es mit Christen. Keiner war schon da, keiner weiß genau, was da sein wird, aber es ist ihnen so vertraut. Sie fühlen sich so stark verbunden. Warum? Weil Jesus gekommen ist und ihnen davon erzählt hat. Er hat erzählt, es gibt eine Fortsetzung nach unserem Tod. Er hat noch was erzählt. Es gibt zwei verschiedene Fortsetzungen. Eins geht weiter mit Gott in dieser zukünftigen Stadt und die andere geht ohne Gott weiter. Wer sich dafür entscheidet, also nicht für Gott, der bleibt außen vor dieser Stadt. Und die Bibel sagt uns, dass wer sich für das Leben mit Gott entscheidet, für den steht der Himmel offen, diese Tür zu dieser zukünftigen Stadt, wo es wunderbar sein wird. Kein Leid, keine Tränen, weil Gott immer unter uns sein wird. Aber außen vor ist die wahre Hölle. Das Leben ohne Gott, trostlos, hoffnungslos, da wo das Böse weiter regieren wird, herrschen wird, Leid, Krankheit, Not, Eifersucht. Darum sagt man, das ist die wahre Hölle. Und die Bibel sagt, wir haben die Wahl. Es gibt die Fortsetzung, aber wir haben die freie Wahl, uns zu entscheiden, ob unsere Fortsetzung nach dem Tod im Himmel stattfinden soll oder auf dieser Erde. Diese Wahl haben wir, diese Entscheidung können wir treffen. Die Bibel sagt, da sagt Jesus, wer mein Wort hört und Gott glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wer sich an Jesus hält, sich mit ihm verbindet und glaubt, dass er von Gott gesandt ist, der packt seine Hand und Jesus führt ihn im Himmel. Und diese Entscheidung müssen wir zu Lebzeiten treffen. Hier, nach dem Tod, ist es zu spät. Dann steht die Tür geschlossen. Die Bibel sagt, erst wenn Jesus Wohnung in deinem Herzen nehmen kann, hast du ein Wohnrecht im Himmel. Und diese Entscheidung können Sie heute Abend treffen. Was wäre, wenn wir endlich zu Hause ankommen würden? Wir hoffen, dass wir Ihnen einige gute Impulse zu diesem Thema geben konnten und dass auch Ihre Fragen dazu geklärt werden konnten. Wenn Sie gerne Kontakt zu uns aufnehmen möchten, sind Sie herzlich dazu eingeladen, sich unter den angegebenen Adressen bei uns zu melden. Dort warten Menschen auf Sie, die gerne mit Ihnen ins Gespräch kommen oder Sie auch an Christen in Ihrem eigenen Umfeld weitervermitteln.
Vieles von dem, was wir gehört haben, kam aus der Bibel und wir laden Sie ein, auch selber einmal in die Bibel zu schauen und dort nachzulesen, was Gott über dieses Leben zu sagen hat. Wenn Sie keine Bibel haben, möchten wir Ihnen gerne kostenlos ein Neues Testament zuschicken. Auch das können Sie unter den angegebenen Adressen bei uns bestellen. Dazu schenken wir Ihnen noch dieses kleine Heftchen, eine Bibellesehilfe, die einfach den Einstieg erleichtern möchte, ins Bibellesen hineinzukommen. Vielen herzlichen Dank, dass Sie eingeschaltet haben und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.